Wirtschaftsoffensive verfolgt klar Zielsetzung, die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmungen im Kanton Basel-Land zu stärken. Und all das fängt an mit einer guten Arealentwicklung. Eine Arealentwicklung, die vorsieht, dass sie kundennäh ist, marktnäh und fokussiert. Wir wollen nicht jedes von diesen Arealen im Kanton entwickeln, sondern wir wollen die wichtigsten, die grossen, an einer Entwicklung zuführen. Zweitens geht es darum, dass wir die Verwaltung stärken wollen. Wir wollen eine kundenfreundlichere, noch eine kundenfreundlichere Verwaltung haben zugunsten der Unternehmungen. Am Schluss geht es so darum, dass die Firmen rasch durch die Verwaltung durchgeführt werden und alle Auskünfte bekommen, die sie brauchen. Für das haben wir aus das sogenannte Welcome Desk geschaffen. Eine Ansprechperson für alle Anliegen, die die Unternehmungen an uns haben. Sei es eine Steuerfrage, geht es um Areal oder geht es um Arbeitsbewilligungen. Und last but not least, wenn uns das alles gelingt, dann bin ich überzeugt davon, dann werden auch die Steuereinnahmen von den Unternehmungen in diesem Kanton wieder steigen. Aber zuerst, das ist ganz klar, zuerst müssen wir unsere Hausaufgaben machen und da sind wir jetzt auf gutem Weg dazu. Was Salina Raurica betrifft, da haben wir zu unterscheiden zwischen drei Gebieten. Das grosse Gebiet von Salina Raurica wird unterteilt in einen westlichen Teil. Dort ist jetzt der Coop neu angekommen. Der Coop, der dort rund 80'000 Quadratmeter belegen wird, der rund 600 Arbeitsplätze schafft, davon 300 neue. Neue Arbeitsplätze, die im Baselbiet bis jetzt nicht vorhanden gewesen sind. Aber neben dem Coop hat es auch noch weiteres Areal, ebenfalls noch rund 60'000 Quadratmeter. Die 60'000 Quadratmeter kann man heute kaufen, morgen bebauen und übermorgen kann ein Unternehmen dort anfangen produzieren. Das ist der westliche Teil. Dann haben wir den mittleren Teil, dort ist der ARA. Der ARA-Rhein, da hat der Regierungsrat klar entschieden, wir halten an der fest, eine Verschiebung von dieser ARA-Rhein kommt aus finanziellen und ökonomischen Überlegungen kommt nicht in Frage. Sanierung ist ganz klar. Sanierung ist das vorderste Thema, das jetzt angegangen werden muss. Und dann gilt es dort in dem mittleren Teil noch zu klären, wie viel Reserveland braucht die ARA noch für die Zukunft. Und dann haben wir den ganzen Teil Salina Raurica Ost. Ost, das heisst zwischen Lenghi und der ARA. Sie mögen sich erinnern, lange Zeit ist der ganze Teil blockiert gewesen. 86 Grundeigentümer haben sich nicht zusammenraufen zu einer gemeinsamen Vision. Der Kanton hat darum gesagt, wir gehen voran, wir führen unser Land an einen privaten Entwickler zuführen, im Sinne von einer Absichtserklärung. Aber natürlich auch in einer gewissen Hoffnung, dass andere grosse Grundeigentümer, wie die Einwohnergemeinde Pratteln oder auch Roche, das in ähnlicher Art und Weise werden machen. Die Frage, die ist noch offen, aber die Chancen stehen gut, dass auch von dieser Seite her die Entwicklung in einer ähnlichen Richtung jetzt kann vorantrieben werden. Der Osten hat in dem Sinne eben den grossen Vorteil, es gibt einen Bahnhof, einen öffentlichen Anschluss. Und dazu kommt, mit der Verlegung der Rheinstrasse wird auch die Erschliessung vom Ostteil perfekt hergerichtet werden können. Wir haben im Osten dann faktisch, um den ersten Entwicklungsschritt zu machen, nur drei Grundeigentümer, nämlich eben der Kanton, Roche und die Gemeinde Pratteln. Und die nächsten Schritte sind jetzt, dass die Zonenplanrevision, die kann jetzt abgeschlossen werden. Sie ist derzeit in Briefung beim Kanton. Und wir gehen davon aus, dass wir schon mit einem entsprechenden Testplanungsverfahren im März oder im April starten können. Das Testplanungsverfahren, denken wir, wird knapp ein Jahr dauern. Also Ende 2015 könnte das abgeschlossen sein. Und dann geht es an den nächsten Schritt. Wir denken, mit diesem Vorgehen gemeinsam, Kanton, Gemeinde Pratteln und die übrigen Grundeigentümer, werden wir relativ rasch jetzt können in eine Entwicklungsplanung hineingehen, die dazu führen wird, dass wir Ende 2019, Anfang 2020, dort die ersten Baugerüste werden gesehen oder vielleicht im 2021 schon die ersten Nutzer dort werden gesehen.
Perspektiven, also für Salina Raurica, sind, auch wenn es manchmal ein bisschen rumpelt, noch zwischen den verschiedenen Partnern, Perspektiven für Salina Raurica sind gut.